So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, ich muss jetzt mal die Helligkeit runterstellen, Simulator. So viel besser. So, ja, also willkommen zurück, also zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Das ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich heute den ganzen Tag mit 100% Bildschirmhelligkeit gespielt habe. Lol. So, Audio stimmt soweit. Ja, man merkt, es ist bereits mittlerweile wieder Abend. Eine etwas längere Pause dazwischen. Dinge sind geschehen. Und wir waren in einer Mission. Okay. Dann wollen wir doch mal schauen, wo wir da waren. Ah ja, diese ganz große Mission. Ah, da war ja was. Da war ja Okay, was. wir fahren los. Was ist hier los? Wie kann ich nicht fahren? Oh, das ist eine Laterne. Ach ja, ich habe von mir die Laterne geknutscht. Da war ja was. So, wir haben Rot. Und zum Grün. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Neu berechnen. Wieso? Aber. Immer geradeaus. Wo ist geradeaus ist eine Laterne? Da kann ich für große. Neue Route finden. Na. So. Okay. Achso, okay. Okay, lass uns eine neue Route finden. Hätte ich nicht drauf gesollt? Also zumindest habe ich zu wenig Bodenfreiheit. Hier passt ja kein einziger LKW rauf. Wie soll man denn hier rauffahren? Ist das also nicht für LKWs gedacht, oder was? Ah, scheinbar nicht. Oder muss ich links dran vorbei? Ich bin verwirrt. Schnell weg hier. So, ist frei. Gut, auf der Autobahn erstmal als allererstes Musik an. Das für ein Lied. Mal was hier. Genau. Ah ne, das ist aber nur das zu leise. Also ist so lang wird die Nachttour gar nicht, ist da schon 2 Uhr. Oh, da vorne geht es schon wieder runter. Demnächst rechts abbiegen.
demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Die Ampel gar nicht. Scheiße. Ah, ich glaube, da vorne fahren wir gerade einfach mal geradeaus weiter. Keine Ahnung, was das Navi da schon wieder von uns möchte. Achso, weil da eine Kurve ist, ist es leicht kürzer. Zumindest wenn man nicht bedenkt, dass man extra dafür abbiegen muss. Biege nach rechts ab. Wieder rot. Ah ne, ist ein Stoppschild. Vorfahrt gewähren Schild. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Biege nach rechts ab.
Ich glaube, wir sind gerade in Deutschland, ne? Ja. Er ist wieder hier, also nicht in Deutschland, aber in der Standard-Map. Die geht nämlich genau bis hier unten. Das merkst du nämlich daran, dass genau diese Abfahrten, wo wir jetzt gerade sind, typisch für die ersten Spieleversionen von ETS waren. Daran merkst du, dass diese Maps nie aktualisiert wurden. Oder, also dieser Kartenabschnitt hier, die aktualisiert wurde. Seit damals, 1983. Das Spiel ist tatsächlich sogar schon so alt. An manchen Stellen steht sogar noch die Berliner Mauer. Genauso wie die Abfahrten für die Tankstelle. Die sind zwar schon etwas neuer, aber war auch sowas, was früher sehr häufig vorkam. Das war dann aber schon zu ETS-2-Zeiten. Während die Abfahrt, die ist noch direkt aus ETS so. Die gab es damals schon. Der Rastplatz jetzt hingegen, wie gesagt, der ist schon etwas neuer. Aber auch so aus der Anfangszeit von ETS 2. So, wir sind schon da. Noch knapp 4 Stunden. Ah, hier wieder auf diese wunderschöne Textur. So, 4 Stunden. In 4 Stunden braucht man Rastplatz. Ah, sehe ich das jetzt zum Beispiel. Na, schon 3 Stunden, aber alles, was da später kommt, ist viel zu weit weg. Ja, das ist zu weit weg. Könnten wir schaffen, aber glaube ich nicht. Fertig zum Losfahren. So, bald wird es jetzt also hell und wenn es dann schön hell ist, schön Tag, dann pennen wir. Und was für einen hässlichen Rhythmus sind wir da reingerutscht. Geradeaus.
Ja. Genau diese Art von Teestück. Es ist halt so oldschool. Vielleicht bist du jetzt, kennst du wieder hier daran, an diesen komischen Streifen, die über die Fahrbahn verteilt sind. Das ist halt auch so, wo ich mich so frage, was. A, was soll das darstellen? So. Und B, wenn er schon irgendwas Reelles darstellen soll, I don't know. Es sieht halt auf jeder Straße noch gleich aus. Also. Schön erhält. Nimm die Ausfahrt links. Pesadas. Geradeaus. Die ganzen schwarzen Texturen da am Himmel habe ich mittlerweile auch gemerkt, dass mittlerweile bei vielen anderen Leuten so ist. Und auch Leute, die das ganze Spiel unter DirectX spielen, also unter Windows vor allen Dingen,
ist also. Die Vögel sehen halt immer so komisch aus von Weitem. Als wenn da jemand Drachen steigt oder irgendwelche, weiß nicht. Grafikfehler, I don't know. Noch eine Stunde. Ah, ich glaube, das mit nicht. Ich hab das wirklich nicht. Ne, einfach mal die Bälle hier.
Gut, dann würde ich mal sagen, was aus dieser Folge. Und dann sehen wir uns zu einer neuen nächsten Folge wieder. Bis dann. Wait, warum ist eigentlich die falsche Kamera? Oh, ich glaube, ich habe die meine Kameras in der falschen Reihenfolge aktiviert. Ha! Normalerweise sind die Kameras vertauscht und hier ist normalerweise die andere Kamera. Well. Na gut. Bis dann.